Moin, moin, ihr Lieben, hier ist der Greg, hier ist Keruska Gaming und heute habe ich diesen Coaster für euch. Ja, unverkennbar Reaktor heißt das gute Stück, ist ein Dark Coaster von Drfugo oder Dr. Fugo. Hochgeladen im Steam Workshop schon am 5. Juni. Ich habe ihn jetzt aber erst entdeckt und daher stelle ich ihn euch jetzt vor. Und zuerst wollen wir uns das ganze Ding mal ein bisschen von außen angucken. Viel sieht man hier nicht, klar. Beim Dark Ride sollte das auch so sein. Daher sieht das hier alles sehr übersichtlich aus. Aber dennoch auf jeden Fall schön gemacht. Und hier haben wir auch schon den Eingang der Attraktion gefunden. Das ist auch schon mal gut. Manchmal sucht man den ja ein bisschen länger. Aber hier wissen wir schon mal... Oh, jetzt habe ich unten den ganzen Untergrund angeklickt. Okay. So weiß man jetzt schon mal, wo der Eingang ist und muss nicht suchen. Wir können auch mal ein bisschen nach oben uns begeben und uns die ganze Geschichte hier einmal von oben angucken. Aha, so sieht's aus. Sehr schön. Also sieht sehr detailreich schon mal aus. Das freut mich ganz besonders. Dann sind solche Coaster meistens auch, ja, die halten, was sie versprechen. Daher möchten wir doch jetzt einfach mal auf direktem Wege, weil so wahnsinnig viel von hier außen ist ja noch gar nicht zu erkennen. Ja, wir können hier mal so ein paar Details uns angucken. Okay, aber ich finde, wir gehen jetzt einfach mal in die Attraktion hinein. Und hier sind wir auch schon in der Station. Auch die Station sieht sehr, sehr schön aus. Futuristisch. ja, da ist der Ausgang. Hier ist der Eingang. Da ist der Operator. Und das ist die Bahn. Und dann nehmen wir die schon mal in den Testbetrieb. Und setzen uns natürlich sogleich auch rein. Inspection Tube. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel, viel Spaß. Oh, jetzt ist das Licht ausgefallen. Sehr schick gemacht. Ich dachte, wir müssten noch mal im Dunkeln fahren, aber... Richtig cool. Sind wir jetzt oben? Sind wir unten? Sind wir seitwärts? Ein bisschen Orientierung verloren. Okay, jetzt wird es wahrscheinlich wieder nach oben gehen, ne? Ja, so sieht's aus. Und dann ist die Fahrt schon beendet. Mein Gott. Krass. Genial. Perfekt. Ich habe eine Errungenschaft. Keine Höhenangst mehr. Wir fahren nochmal. Weil man definitiv sicher nicht alles in der kurzen Zeit gesehen hat, was es zu sehen gab. Jetzt kann man sich nochmal auf andere Sachen konzentrieren. Eventuell. Jetzt geht langsam das Licht wieder aus. Aber noch ist hier relativ hell. Macht Spaß, auch wenn er zeitweise ein bisschen langsam ist, aber gut. Wir beschleunigen ja nur einmal durch den Fall, wirklich. Oder hatten wir hier gerade eine Beschleunigung drin? Schön, ne? Jetzt hätte man das zweimal, habe ich nicht einmal drauf geachtet. Ja doch, Beschleunigungen sind hier. Also, das sieht man. Müssen wir ja auch allein schon am Hochfahren haben. Genau. Okay, das war ein bisschen sinnlos jetzt, nach der Beschleunigung zu fragen. Aber, ja. Die ist drin. Super Coaster. Reactor. Macht richtig Bock zu fahren. Wenn ihr den denn auch fahren wollt, ist das überhaupt kein Problem. Die Beschreibung zu diesem wunderschönen Exemplar ist wie immer bei uns in der Videobeschreibung. Ja, alles andere habt ihr, denke ich, gesehen. Wenn nicht, könnt ihr euch natürlich gerne nochmal das Video von vorne anschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Daumen oben lassen.
Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, lasst uns doch einfach ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.